Hallo ihr Lieben, heute gibt es duftende Waffeln, gluten- und raffinierten zuckerfrei, bis auf die Marmelade oben drauf, aber das kann man natürlich so machen, wie man möchte. Auf jeden Fall schmecken sie herrlich lecker, wie ganz normale Waffeln. Alle Zutaten und die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Ich habe etwas Maismehl und eine glutenfreie Mehlmischung verwendet. Wer sich nicht glutenfrei ernähren muss, der kann natürlich auch auf normales Mehl zurückgreifen. Zusammen mit dem Maismehl schmeckt das Ganze dann auch sehr lecker. Ich habe hier 3 mittelgroße Eier genommen, von denen ich das Eiweiß steif schlage. Das Eigelb kommt dann gleich in den Teig. Und für die Süße des Teigs nehme ich eine große reife Banane, die ich mit einer Gabel fein zerdrücke. Dann gebe ich diesen Fruchtpüree zusammen mit dem Eigelb in eine Schüssel und gebe noch so circa 2 Esslöffel Honig hinein. Wer mag, kann natürlich auch Reissirup oder Agavendicksaft verwenden oder auch ganz darauf verzichten. Zusammen mit etwas Quark verrühre ich jetzt alle Zutaten auf höchster Stufe. Anschließend gebe ich das Maismehl hinein. Bei meinen Waffeln achte ich darauf, dass ich die trockenen Zutaten nicht alle auf einmal in den Teig gebe, sondern abwechselnd mit den feuchten Zutaten wie weiche Butter, Wasser, Milch oder anderem, damit der Teig nicht klumpig wird und wir die perfekte Konsistenz bekommen. Wenn auch das letzte Butterstückchen untergerührt ist und natürlich auch noch etwas Bourbon-Vanillezucker für den guten Geschmack, schaue ich, wie die Konsistenz ist. Bei Bedarf einfach noch etwas Milch oder Wasser hinzufügen, denn zu dickflüssig sollte das Ganze natürlich nicht werden. Zu allerletzt rühren wir den Eischnee unter. Dieser gibt den Waffeln eine ganz besonders fluffige Konsistenz. Die sind dann von außen knusprig, aber innen wirklich sehr schön saftig und fluffig. Der fertige Teig darf jetzt sofort auf das heiße Waffeleisen und dann einfach bis zur gewünschten Bräunung weiterbacken. Wenn möglich, sich dabei nicht die Hände verbrennen, wie das bei mir passiert ist, aber ich bin ja auch eine Chaotin, das passiert mir häufiger. Und dann können wir auch schon die Waffeln genießen. Ich verlinke euch auch noch das Rezept für meine heiße Kirschen. Diese würden hervorragend zu den Waffeln passen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei allem, was ihr heute so vorhabt und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!